Herzlich willkommen zu den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hinse und ich habe das große Privileg und Vergnügen, im Rahmen dieses Festivals Gespräche mit Filmschaffenden zu führen, mit RegisseurInnen, mit SchauspielerInnen und weiteren Gästen dieses Festivals. Die BIFF Talks, das ist ein offenes Gesprächsformat, in dem wir weiter über die Filme sprechen wollen, die hier gezeigt werden auf dem Festival und die Leute kennenlernen, die Menschen, die hinter den Filmen stehen. Heute haben wir hier dabei Richard Siedhoff und Stefan Drössler. Stefan Drössler, Sie sind der Direktor des Filmmuseums in München. Und Richard Siedhoff, Sie haben die Filmmusik zu Der Golem, wie er in die Welt kam, von 1920 wiederentdeckt und restauriert, wieder rekonstruiert. Die Restauration des Films lief über das Filmmuseum in München. Gestern Abend hat die Uraufführung dieses Films stattgefunden im Staatstheater in Braunschweig. Jetzt darf ich Sie als Meister des Tons und Meister des Bilds sozusagen fragen, was war Ihr Eindruck gestern von der Eröffnung, wie hat es Ihnen gefallen? Ja, ich fand es sehr, sehr gelungen. Also, es ist, wenn man so einige Jahre dann sich mit dem ganzen Werk beschäftigt, mit der Musik in dem Fall, war ja meine Aufgabe, und das dann jetzt so in der großen Orchesterfassung dann eben mal live auch hört und sich einfach mal zurücklehnen kann und auch keinen Einfluss mehr hat, ist schön. Also, ich fand es sehr gelungen. Super dirigiert, auch von Burkhard Götze, muss man sagen. Er hat ja auch ein bisschen mitgearbeitet in der Musik. Er war nicht ganz unbeteiligt. Dann können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Die Restauration, wie hat Ihnen das Bild gefallen? Naja, ich kannte das ja schon. Ich habe den Film, ich weiß nicht, wie viele hundert Male jetzt gesehen, weil wir da wirklich Szene für Szene durchgegangen sind, Bild für Bild. Und ja, also ist, glaube ich, das Optimale, was man aus dem vorhandenen Material noch herausziehen kann. Die Kopie ist ja jetzt auch mit ergänzten Zwischentiteln in der alten Grafik und es sind auch wieder in Zusammenarbeit mit Richard. Dann auch diese Inserts oder das große Dekret, das hat eine Grafikerin aus Weimar, die Richard kannte, dann alles minutiös genau rekonstruiert und das geht jetzt eigentlich gut ineinander auf. Und die Aufführung mit der Musik, die ich auch schon oft gehört hatte, als Richard sie erarbeitet hat in verschiedensten Varianten von MIDI-Einspielungen bis zu kleinen Klaviereinspielungen, aber noch nie mit dem großen Orchester, das war jetzt für mich überraschend, weil die Musik nicht pompöser geworden ist durch diese Orchestrierung, sondern viel feinklingender, viel differenzierter noch mit den Instrumenten. Also ich ging davon aus, wenn man dann halt statt einer Violine mehrere erste Violinen hat, dann würde das eigentlich pompöser werden, aber genau das Gegenteil war der Fall, dass es sehr viel differenzierter war. Insofern war ich sehr, sehr positiv überrascht von der Aufführung. Das freut uns natürlich, dass auch dieses Filmkonzert unser Eröffnungskonzert war. Das ist eine Besonderheit des Braunschweiger Filmfestivals, dass wir sowas hier machen. Könnten Sie mir den Gefallen tun, Herr Drössler, Sie sind da Experte. Könnten Sie den Golem, wie er in die Welt kam, kurz einordnen in die Filmgeschichte, die Bedeutung, die dieser Film hat für die Filmgeschichte im Allgemeinen, aber natürlich auch nochmal vor dem Hintergrund der jüdischen Filmproduktion. Wir hatten gestern auch das Oberthema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das würde natürlich diejenigen, die das nicht das Glück hatten, gestern dabei zu sein, sehr freuen. Ja, also der Film ist jetzt gar nicht mal so explizit wegen seiner jüdischen Thematik in der Filmgeschichte so bedeutend. Es gab sehr wohl auch Tendenzen in der Filmgeschichte, wo jüdische Filmemacher explizit zusammengekommen sind und jiddische Komödien gedreht haben zum Beispiel. Hier haben wir Paul Wegener, einen Schauspieler, der sich eigentlich für Märchen und Legenden interessiert hat, wo er mitgespielt hat. Der hat sich für diesen Stoff interessiert und hat eigentlich bildlich viel versucht, da rauszuholen, eine fantastische Welt zu schaffen. Er hat Hans Pölzig für die Dekors gewonnen, die dann expressionistisch verzerrt und auf diese verschiedenen Situationen gestellt sind. Es gibt Äußerungen von Wegener, es ging nicht darum, Wirklichkeit zu reproduzieren, sondern um eine filmische Atmosphäre, eine ganz eigene Atmosphäre herzustellen. Und da ist der Film dann recht bedeutend, weil der in der Nachfolge des expressionistischen deutschen Stummfilms entstanden ist. Caligari war kurz vorher fertiggestellt worden und zeigte dieses Spiel in gezeichneten Dekors. Hier sind sie wirklich architektonisch gebaut. Und der Film war ein weltweit großer Erfolg. Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern ist einer der ganz wenigen deutschen Stummfilme, der auch in Amerika, und zwar im ganzen Land,
erfolgreich gezeigt wurde und gehört jetzt zu dem Dutzend großer, bedeutender deutscher Stummfilme aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Anfang des Tonfilms. Ja, so kann man ihn vielleicht in etwa charakterisieren. Es sind viele bekannte Darsteller darin und der Film ist komplett artifiziell durchgestaltet von einer speziellen Schrifttype, der Zwischentitel, von diesen Dekors und Bauten bis zu dem expressiven Stil der Schauspieler oder den Einfärbungen, die man damals gemacht hat, weil die Filme in Schwarz-Weiß nur gedreht wurden und dann durch chemische Bäder dann in Farben getunkt wurden. Es ist halt so ein Film, der in jeder Filmgeschichte Erwähnung findet. Und was ist die Besonderheit der Restauration, die wir gestern gesehen haben? Wurde er jetzt 2020 erst fertiggestellt? Naja, also das ist halt wie bei vielen Stummfilmen, sind diese in ihrer Zeit in der Regel nicht aufgehoben worden. Spätestens als der Tonfilm einsetzte, hat man die Filme für wertlos erachtet, weil es gab ja keine Zweitverwertung, wie das heute üblich ist. Die Filme liefen im Kino und wenn sie durch waren, waren sie durch. Es gab kein Fernsehen, kein Video und es gab immer wenig Interesse an alten Filmen. Das heißt, man hat immer auf neue Filme gesetzt in den Kinos. Dementsprechend ist die Überlieferungssituation, es haben so sehr wenige Kopien des Films überlebt und sie sind dann in Schwarz-Weiß kopiert worden, weil sie ja ursprünglich auch in Schwarz-Weiß gedreht worden sind. Man hat die Farben oft nicht beachtet, man hat die Zwischentitel ausgewechselt. In diesem Fall haben wir keine einzige deutsche Fassung des Films überliefert, sondern nur Kopien, die im Ausland überlebt haben, wo man die Zwischentitel dann geändert hat. Und die Filme sind mit der Zeit gerissen oder von den Zensuren, Eingriffen verändert worden, sodass es keine vollständige Fassung gibt. Und diese dann wieder so herzustellen und möglichst nah an das originale Kameranegativ heranzukommen, um wirklich die Bildqualität zu haben, wie der Film fotografisch mal ausgesehen hat. Wir kennen alle Stummfilme, Slapstick-Filme, die kaum mit Grauwerten und schöner differenzierten Fotografie arbeiten. Das war aber damals nicht so. Die Filme wurden alle mit sehr hohem Qualitätsanspruch hergestellt. Und es ist ein völlig falsches Bild, das wir übermittelt bekommen haben durch die Überlieferung. Und mir ist es immer sehr wichtig, dass wir zeigen, wie schön ein Stummfilm damals schon gewirkt hat. Die Partitur hat uns dann in die Lage gesetzt, dass wir da quasi eine Timeline haben, auch mit Anmerkungen, sodass wir dann auch die Reihenfolge von manchen Szenen genauestens in der Partitur nachvollziehen können, auch in der Musik, sodass wir den Film sehr genau nach der Partitur als Guideline haben herstellen können, auch was die Abspielgeschwindigkeit betrifft, weil die Stummfilme damals noch mit sehr variabler Geschwindigkeit je nach Zeit Bedarf gezeigt wurden. Manchmal liefen sie schneller und manchmal langsamer. Es gab noch keine geregelte Vorführgeschwindigkeit. Aber die Musik hat dann einfach ein gewisses Tempo vorgegeben, an das wir uns halten konnten. Ja, wo wir gerade die Überleitung haben zu schwierigen Überlieferungssituationen und zur Musik. Herr Siethoff, Sie haben sich mit der Musik beschäftigt von Hans Landsberger. Sie haben sie wiederentdeckt. Können Sie etwas dazu sagen, wie es dazu gekommen ist und Was sind die Besonderheiten dieser Musik? Naja, das fängt eigentlich, muss man ein bisschen zurückgehen. Also in den 70er, 80er Jahren entstand so ein Bewusstsein überhaupt für Stummfilme, wie sie ausgesehen haben, wie man sie restaurieren musste. Und da kam damals auch dann wieder die Musik ins Gespräch, da für viele Filme damals schon auch komponiert wurde, eigentlich nur für ausgewählte Filme. Die meisten Filme wurden relativ beliebig begleitet, von Filmtheater zu Filmtheater, sehr unterschiedlich. Und es entstand aber ein Bewusstsein dafür, dass dieses Klischee, ne, also wie die schlechten Bilder, die man so im Kopf hat beim Stummfilm, auch dieses Klischee des Klaviergeklimpers, des Kindtop-Pianisten am bestimmten Klavier, eigentlich gar nicht stimmt. Und dass man wieder versucht hat, diese originalen Musiken ausfindig zu machen. Und dann gab es so eine Bewegung, gerade so in den 80er Jahren, das zog sich bis in die 90er Jahre, wo man viele Musiken, von denen man wusste, dass sie gab, versucht hat, wiederzubekommen. Und der Hans Landsberger, der eben 4 Filmmusiken geschrieben hatte, seine erste war die Golem-Musik, von dem fehlte jede Spur. Also er ist nicht der einzige Komponist, von dem jede Spur fehlt. Es gibt auch andere Partituren, die verschollen sind. Es gibt Partituren, die
wieder aufgetaucht sind, aber bis heute keine Beachtung gefunden haben. Also es gibt alles. Aber gerade Landsberger war eben, weil er für 4 recht wichtige Filme der Saison 1920 und 21 große Orchestermusiken geschrieben haben, wovon besonders der Golem ganz außergewöhnlich gute Kritiken bekommen hat und wirklich viele Besprechungen in diversen Zeitungen und Fachzeitschriften bekommen hat. Vor dem fehlte einfach jede Spur. Und man wusste eigentlich nur, wann er geboren wurde und wann er gestorben ist. Selbst das war nicht bekannt, nicht? Das Sterbedatum gedauert, ja. Ist auch erst kürzlich ermittelt worden. Also, dass er 41 gestorben ist, das war vor 5 Jahren noch nicht bekannt. Ja? Das weiß ich gar nicht so genau, wer das dann rausbekommen hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt inzwischen auch die Geburtsurkunde und die Sterbebescheinigung gefunden. Und er starb dann im Camp de Gourse in den Pyrenäen in Südfrankreich im Internierungslager 1941 am 8. Januar und hat eine sehr tragische Lebensgeschichte, die haben wir jetzt so ein bisschen rekonstruieren können, besonders dank zweier sehr findiger Damen, die sich an der Genealogie oder diese Stammbaumforschung sozusagen sich ganz besonders auskennen, gerade bei jüdischen Stammbäumen, die uns da unglaublich geholfen haben, eine unglaubliche Recherche angestellt haben und in diversen, vor allem in französischen Archiven erstaunlicherweise, Hinweise gefunden haben, wie Landsbergers Werdegang dann eigentlich war, weil man ja sonst nichts über ihn wusste. Und das kam eigentlich danach. Also zuerst kam die Restaurierung ins Spiel und es gab immer in dem Filmkurier, gab es, ich weiß gar nicht, wann das aufgetaucht ist eigentlich, ob das schon länger bewusst war, das weißt du besser, diese Thementabelle. Das war die Thementabelle, das war das Programmheft zum Film. Genau. Das zeigt halt, dass schon bei der Uraufführung die Musik etwas sehr Besonderes war, weil man da im Programmheft zur Uraufführung schon die Themen veröffentlicht hat. Weil bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht viele oder eigentlich kaum Musiken, die speziell für den Film komponiert waren. Ja, also das ging da gerade los eigentlich. Ja, das waren immer nur so Kompilationen mit bekannten Themen, die der Orchestermeister in dem jeweiligen Kino vorgenommen hat. Und hier wurde dann wirklich ein Komponist dran gesetzt, der eine genau auf den Film angepasste Musik hergestellt hat. Und deswegen wurden diese Themen veröffentlicht. Und das ist das Einzige, was existierte. Und ich hatte Richard gefragt, ob er nicht eine Musik zu dem Film schreibt und diese Themen versucht einzuflechten. Genau, und dann hat er gesagt, es muss doch die Partitur noch irgendwo geben. Und, das hat mich einfach so gewurmt, jetzt anhand von... Also 8 ganz kurze Themen, Motive, also eigentlich nur Motive, Leitmotive, die auch beschrieben sind mit Rabbi Löw. Und dann kommt das teilweise wirklich eine Melodielinie zur Orientierung für den Zuschauer eigentlich, dass der mithören kann und weiß, das ist das Rabbi Löw-Thema und einfach ein Hinweis darauf, wie sehr die Musik mit dem Film verknüpft ist. Und ich sage dann immer, das ist so, wenn man versucht, anhand dieser Motive eine neue Musik zu schreiben, dann ist das so, als würde man aus 8 Standfotos einen ganzen Film versuchen zu rekonstruieren, mit dem man sonst nichts weiß. Also es kann nichts annähernd so rauskommen, was da eigentlich ursprünglich gewesen ist. Und das hat mich so ein bisschen gewurmt, deswegen habe ich mich erneut, muss man sagen, auf die Suche gemacht. Ich hatte schon vor 10 Jahren oder vor, jetzt muss ich kurz überlegen, vor 13, 14 Jahren hatte ich schon angefangen, so nach gewissen Musiken zu suchen, die als verschollen galten. Habe da aber nicht wirklich was zutage gebracht. Und dann habe ich nochmal gesucht nach der Musik, als die Restaurierung begann, habe auch nichts gefunden. Und dann 2018 plötzlich, was mich selbst völlig aus den Socken gehauen hat, plötzlich war es wieder gesucht in den Datenbanken. Man macht ja heute was meistens digital, dann in den Datenbanken der Filmarchive, der Musikarchive zu gucken. Und da lag das plötzlich da, so in Berlin. War ich ein bisschen verwirrt. Und, Klavierauszug, 75 Seiten, Hans Landsberger, 1920, das muss schon irgendwie das stimmen. Und dann war das halt die Musik, also die Klavierdirektion, muss man sagen. Klavierdirektion unterscheidet sich vom Klavierauszug insofern, dass nicht alles drinsteht. Also erstmal ist es eine Reduktion eigentlich des ganzen Orchesterparts auf Klavier, ist der Klavierauszug, Klavier einfach spielen kann, wo ganz viel reduziert ist, also lange nicht alles drinsteht, das Wichtigste, das Gerüst, wenn man so will. Und in der Klavierdirektion sind eigentlich noch mehr, eigentlich müsste mehr drinstehen, denken wir noch so, Nebenstimmen, Einsätze für den Dirigenten, dass er es quasi als Partiturersatz nehmen kann.
In dem Fall aber teilweise mehr, teilweise wieder sehr viel weniger. Teilweise war es offensichtlich die Klavierstimme für die Salonorchesterfassung, also für die Kinoorchesterfassung. Das heißt, über weite Strecken steht halt gar nicht drin, was die anderen Instrumente eigentlich spielen, was die Melodien sind. Da die Musik aber sehr kleingliedrig ist, so wie die Filme damals viel mit Parallelmontage arbeiten, sind manche musikalische Abschnitte nur 10 Sekunden lang, also wirklich sehr kurz, hat man so das Glück, dass am Anfang manchmal so ein bisschen was dasteht, dann wieder nichts und dann so nach 20 Sekunden wieder ein bisschen mehr dasteht, weil das neue Einsätze sind für den Musiker. Dann steht mal über 5 Minuten relativ wenig drin, dann wieder mal über 5 Minuten sehr viel und so merkt man dann irgendwann, was das Konzept der Musik eigentlich ist und wie der Fahrplan funktioniert. Und man erkennt an der, das Klavier spielt meistens so die Begleitung, also die Harmonien und den Rhythmen mit. Ganz grob gesagt, daran merkt man mal manchmal, aha, es gehört dieses Leitmotiv oben drüber. Diese Leitmotive musste man auch erst rausfinden, sie standen lange nicht alle in dieser Thementabelle, das waren nämlich nur ungefähr die aus dem ersten Akt, die wichtigen, also es sind 8 Themen in der Thementabelle gewesen. In der ganzen Partitur habe ich so um die 30 für mich ausfindig gemacht, wo man wusste, ah, die kann man so und so weiter verarbeiten. Und das Schöne war aber, dass der komplette musikalische Fahrplan war da, bloß eben an vielen Stellen musste man ein bisschen was ergänzen. Gerade der Anfang des Films ist ja vollständig, gegen Ende wird es dann sehr wenig und da musste man dann wirklich kreativ werden in der Rekonstruktion. Und was für mich so der große Aha-Effekt war, wenn man sich so mit der Musik der Zeit damals befasst, war, dass Landsberger war anscheinend so ein Missing Link der Filmgeschichte. Weil man kennt zum Beispiel die Musiken von Gottfried Huppertz, die rauf und runter gespielt wurden, zu Metropolis in den letzten 20 Jahren im Prinzip und sehr bekannt sind. Seine kompositorischen Techniken hat man sehr viel auf Wagner zurückgeführt. Die Leitmotivtechnik, diese Verzahnung von Opern bzw. Filmhandlung und Musik. Und das gab es auch bei Landsberger auch schon erstaunlicherweise. Und zwar teilweise viel, viel dichter als bei Huppertz. Also so dicht wahrscheinlich, dass es damals schwer war, das immer exakt einzulösen, wo Huppertz dann zwar eine bessere Lösung gefunden hat. Eine Lösung war zum Beispiel, dass er die Parallelmontage offensichtlich den Regisseur Fritz Lang bei der Nibelung zum Beispiel, war im Vorfeld schon in die Produktionsphase eingebunden, und Fritz Lang darauf hingearbeitet hat, die Sequenzen länger zu machen und nicht so viel Parallelmontage zu machen. Also das, finde ich, ist ganz offensichtlich ein musikalischer Eingriff und nicht unbedingt nur ein vom Regisseur eine Idee, die ist, die Szenen episch zu machen, sondern da geht es, glaube ich, sehr darum, dass der Komponist mit eingewirkt hatte. Diese Möglichkeit hatte Landsberger 1920 nicht, deswegen ist seine Musik sehr kleingliedrig und sehr abwechslungsreich, sage ich mal. Und heißt auch in den Kritiken der Zeit damals, dass Landsberger leider immer, wenn er am besten Schwung ist der Musik, immer genötigt ist, abzubrechen, weil die Filmszene ihn dazu zwingt, so ungefähr. Das ist ja spannend. Ich frage mich gerade in diesem Moment, was Sie persönlich für eine andere Beziehung dann zu Landsberger bekommen haben. Sie haben ja die Musik rekonstruiert, Sie sind ihm, sagen wir mal, musikalisch dadurch ja auch sehr nahe gekommen. Hat das was mit Ihrer Wahrnehmung von dieser ganzen Filmmusik der damaligen Zeit verändert oder haben Sie sich mit Landsberger angefreundet in irgendeiner Form? Ja, natürlich. Also ich habe die Musik von Anfang an sehr, sehr geschätzt und hat mir auch sehr gefallen. Also was er da macht, ist hochromantisch, also Spätromantik im besten Sinne. Also er geht unglaublich durch die Harmonien durch, was auch schwierig war, weil er ist nicht so harmonietreu wie ein Operettenkomponist der Zeit, sondern geht halt immer plötzlich woanders lang. Und da der Klavierauszug aber durchsetzt ist mit Schreibfehlern, das muss man auch sagen, war es manchmal gar nicht so einfach, jetzt so rauszufinden, ist jetzt das gemeint oder ist das gemeint. Und es gibt immer noch Stellen, wo ich mir heute auch nicht sicher bin, wo man dann einfach eine Entscheidung treffen musste. Aber im Großen und Ganzen wird es schon so gewesen sein. Also ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und mein persönliches Verhältnis zu Landsberger ist auf jeden Fall, dass er mich doch sehr beeinflusst hat, muss ich zugeben. Also 2018 habe ich die Musik gefunden. Ich habe seitdem selbst 2 Orchestermusiken noch für Stummfilme geschrieben, wo dann gleich Burkhard Götze, der die dirigiert hat, gesagt hat, oh Gott, das ist ja auch Landsberger. Also wo der Stil, so die, auch diese detailreiche, dieser Gehalt, diese Verzahnung mich dann doch sehr beeinflusst hat, wahrscheinlich so in meinem kompositorischen Schaffen irgendwo. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem Filmmuseum entstanden? Oder gab es da schon vorherige Projekte und haben Sie weitere Projekte vor? Naja, ich sagte ja eben schon, dass ich ihn kontaktiert hatte, ob er eine Musik auf Grundlage der Themenüberlieferung machen könnte. Ich kenne Richard
seit wann? 2012 im Januar. Ja, es ist halt wie beim verheirateten Paar, wo ich dann meine Frau fragen muss über das Datum genau. Also er spielt halt bei uns also im Filmmuseum oft gespielt. Ich habe ihn dann auch zu den Bonner Stummfilmtagen gebracht, wo er auch spielt und schätze seine Arbeit sehr. Und hier, aber er hat sich ja schon sehr früh, als ich ihn kennenlernte, habe ich ihn nicht nur kennengelernt als jemand, der Filmmusiken macht, sondern der auch Filme schon bearbeitet hat. So, das waren, glaube ich, die Buster-Keaton-Filme. Ja, da hatte er ein bisschen was gemacht. Ja, da hatte er immerhin, was andere nicht machen, entdeckt, dass in verschiedenen Kopien die Filme unterschiedlich vollständig waren und hat die Filme zu ordnen versucht, also genau die Arbeit, die in die Filmrekonstruktion gehen. Und insofern war mir klar, dass er dafür ein Faible hat. Und auch bei dem Film jetzt, also in der, vor allem in der Endphase, als die Partitur dann existiert hat, haben wir das sehr genau und sehr eng miteinander abgestimmt. Da hat er also auch, wir haben bei dem Fall von der Golem das Problem, was es bei einigen Filmen gibt, dass dieser Film schon für den Auslandsmarkt produziert worden ist. Und dass man damals, als man Negative noch nicht sehr gut kopieren konnte, ohne Bildqualitätsverlust, dann einfach zwei Negative montiert hat. Das heißt, es gab dann mindestens also ein Negativ für die Premiere und den Inlandsmarkt. Und dann hat man schon ein zweites gemacht für den Auslandsmarkt, da hat man die zweitbesten Takes zusammengeschnitten. Es ging nachher, dass man also bekannt ist, dass man bei Faust 5 verschiedene Negative bei der UFA gemacht hat, weil dieser Film möglichst schnell überall in der Welt in Einsatz gehen sollte. Und das hat ja das Problem dann für uns, dass wir manchmal Szenen haben in zwei unterschiedlichen Varianten und dann wiederum Teile haben, die nur in einem der Negative erhalten sind. Das heißt, wir müssen sie mischen. Es wäre schön, wenn wir dann in dem originalen Premieren-Negativ bleiben könnten. Und da hatten wir dann doch eine Menge Entscheidungen zu fällen, wo wir zwei Einstellungen gefunden haben. Wir konnten gar nicht mal sagen, das eine ist das A und das andere das B-Negativ, weil beide gut waren. Und wir mussten sehen, was passt jetzt zu der Szene, zum Ausdruck des Films, zur Musik, wo sind die Anschlüsse am besten. So sind eine Menge subjektive Entscheidungen fällig gewesen und das fällt natürlich sehr viel leichter und macht auch sehr viel mehr Spaß, wenn man das nicht alleine macht, sondern zu zweit oder dritt. Und also in der Regel ist es mein Cutter, mit dem ich so etwas diskutiere, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das mit Richard dann zu machen, weil jeder einen anderen Blickwinkel hat und noch andere Details entdeckt. Das Schöne war, dass ich ganz oft gemerkt habe, also wir haben uns dann oft die Sachen gegenseitig zugeschickt, die Ergebnisse, dass wenn was umgeschnitten wurde oder sowas oder eben nicht umgeschnitten wurde, ich dann gleich immer gemerkt habe anhand der Musik, nee, hier passt es plötzlich nicht mehr. Hier muss irgendwas anders sein. Also hier müssen wir versuchen, das umzustellen oder das zu drehen oder einen längeren Take zu nehmen. Es gab zum Beispiel einen Take, wo wir davon ausgegangen sind, dass das eigentlich ein Outtake ist, weil da die Miriam dreimal aus dem Fenster immer so rausguckt und dachte, nee, das muss eigentlich muss sie nur einmal rausgucken. Aber die Musik sagt, nein, sie muss dreimal rausgucken, weil die Musik hat diese Länge. So, und da hat die Musik quasi auch die Entscheidung getroffen, weil die Musik auch so schwierig und so kompliziert gearbeitet ist, dass man sie nicht einfach ohne weiteres kürzen kann. Zumindest nicht ohne, dass man es wirklich merkt. Und wir haben es auch geschafft, die Musik komplett vollständig anzuwenden. Was auch ein seltener Fall ist in der Stummfilmzeit. Oft sind die erhaltenen Musiken sehr viel länger als die Filme. Und es gab nur eine einzige Szene, die eindeutig kürzer war in allen Kopien, Fassungen und auch nicht länger, wahrscheinlich nicht länger gewesen ist als in der Partitur. Also ein zweites. Ja. Ist noch ein Mysterium, ob wir das jemals doch noch Material finden, aber nach unserer Meinung war die Szene nicht länger. Es ist eher ein Fehler in der Musik, also in der überlieferten Partitur. Aber umgeschnitten irgendwann noch, nachdem die Musik schon fertig war, was kein seltener Fall ist, dass man dann sozusagen das nur in dieser Klavierdirektion, die ja nur ein Archivexemplar aus der Bibliothek ist und keins, was benutzt wurde. Es gibt auch benutzte Exemplare von manchen Stummfilmmusiken, wo auch Eintragungen drin sind, wo man weiß, aha, das
es nicht mehr gedruckt wurden, hier diese Kürzung unter diese Wiederholung. In dem Fall gab es da keine Hinweise. Und das kann so eine Szene gewesen sein, wo im Nachhinein man hätte kürzen müssen und wir jetzt auch kürzen mussten. So. Ich habe dann hier in der Partitur, es gibt ein kleines Vorwort drin, da ist dann diese Szene auch nochmal in der Original abgedruckt, sodass man das auch hier vollständig drin hat. Und es gibt natürlich sehr viele Fragen, wo wir viel zu wenig Informationen haben, zum Beispiel die Vorführpraxis damals. Also mittlerweile kann ich relativ sicher sagen, dass es noch nicht üblich war, dass man zwei Projektoren hatte. So bis Mitte der 20er Jahre in Berlin in den Erstaufführungskinos wissen wir, dass die Filme dann immer mit Rollenwechsel gelaufen sind. Das heißt, es gab nach jedem Akt wirklich eine Pause, was auch für das Orchester natürlich sinnvoll war. Und erst ab Mitte der 20er Jahre, wo wir jetzt auch in unseren Restaurierungen dann nicht mehr die Akttitel im Film stehen lassen, weil da dann pausenlos vorgeführt wurde und die Aktbezeichnung war eigentlich nur für den Vorführer, damit er die richtigen Rollen erwischt, dass er vorne die Nummern sehen konnte. Während das vorher einfach Ende des dritten Aktes, das war dann klar, jetzt gibt es wieder eine Unterbrechung, das Publikum musste warten, da wurden wahrscheinlich Süßigkeiten verkauft, das Orchester hat wahrscheinlich nicht gespielt, aber auch das wissen wir nicht. Wir wissen auch gar nicht, was damals im Vorprogramm gelaufen ist. Hat da auch schon das Orchester gespielt? Was hat das denn dann gespielt bei Werbefilmen oder bei Trailern, die gelaufen sind? Es gibt Hinweise, dass dann kleinere Besetzungen gespielt haben. Dass das volle Orchester erst für den Film dann zum Beispiel gespielt hat. Es sind viele Sachen, die man sich vorstellen kann. Aber die waren sowas von selbstverständlich, dass die halt in den zeitgenössischen Kritiken einfach nicht genannt werden. Es wird einfach nicht erzählt, wie das abgelaufen ist. Und insofern müssen wir da immer sehr viel spekulieren. Wir kriegen auch nie die Situation genauso hin, weil allein die Erwartungshaltung des Publikums war eine andere. Die hatten andere Sehgewohnheiten. Wir haben nicht genau dieselben Lichtstärken. Auch das Leinwand-Zuschauerraum-Verhältnis war damals wahrscheinlich anders geprägt, als das heute ist. So müssen wir dann immer sehen, dass wir alle Informationen, die wir haben, berücksichtigen, aber auf der anderen Seite dann auch immer das heutige Publikum uns anschauen und sehen, dass wir da eine vernünftige und gute repräsentative Präsentationsform finden. Und für mich gehören Stummfilme natürlich in erster Linie ins Kino. Nun haben wir gar nicht mehr diese großen Kinopaläste, die man damals hatte, wo dann auch wirklich Orchestergräben vorhanden waren. Wir haben Multiplex-Kinos, die manchmal einen großen Saal noch haben, aber die haben auch vorne nicht für die musikalische Darbietung den richtigen Platz. Also finden solche Aufführungen dann eher in Theatern statt oder in Konzertsälen, die dann wiederum eigentlich nicht für die Filmprojektion so ausgestattet sind. Hier war die Lösung interessant. Die Leinwand schwebte über dem Orchester. Und zwar räumlich so quasi in der Mitte, also es war nicht hinter dem Orchester, was ich sehr angenehm finde, weil dann der Film immer sehr leicht in den Hintergrund gerückt wird, wenn man das Orchester sieht und das Orchester dann so die erste Aufmerksamkeit abbekommt, was damals, was ahistorisch ist, das Orchester war eigentlich im Orchestergraben, das hat man gar nicht so sehen können. Und hier das Arrangement war eigentlich interessant. Leinwand schwebte über dem Orchester, so quasi in der Hälfte des Raumes. Man sah das Orchester. Das fand ich also auch eine sehr schöne Erfahrung jetzt. Das hatte einen großen Vorteil. Und zwar, die Musiker brauchen ja Licht auf ihr Pult und die Pultleuchten strahlen auf die Noten strahlen zurück auf die Leinwand. Wodurch die Filme gerade heute bei Orchesteraufführungen oft so ein bisschen bestrahlt werden vom Orchester und auch so ein bisschen matschig wirken. Das war hier praktisch, weil das Orchester quasi teilweise dahinter saß, konnte das nicht passieren. Ich frage mich immer, wie das in den 20er Jahren gelöst wurde. Die hatten auch Pultleuchten, das weiß man. Die mussten sie ja gehabt haben, sie mussten ja was sehen. Aber wie das von der Lichtstärke war, ich weiß es nicht genau. Ich nehme an, ja gut, die Projektion war auf jeden Fall lichtschwächer als heute. Viel lichtschwächer. Aber wir sind heute viel stärkeres Licht gewohnt. Alleine wenn wir hier filmen, da sind hier sehr starke Scheinwerfer. Die viel heller sind als Filmscheinwerfer, die man damals hatte. Und wenn die so hell gewesen wären, dann wären das riesige Apparate gewesen. Das heißt, die Leute hatten ein anderes Verhältnis zur Helligkeit, da bin ich absolut sicher. Ja,
auf Straßenlaternen. Was natürlich problematisch ist auch, weil das Bild war schon dunkler und dann kommt noch das Licht vom Orchester. Wobei das auch sehr viel dunkler gewesen sein muss. Also heute sind die ja wirklich sehr hell. Allein schon vom Papier her. Heute haben wir sehr weißes Papier und damals. Also man sieht, es geht so völlig. Aber das Orchester war wirklich im Orchestergraben, nicht? Also es war tiefer, deutlich tiefer. Ich nehme an, dass da auch gar nicht so viel strahlen konnte. Das stimmt, ja. Was mich immer wundert, ist, das Schlimmste von dem Licht des Orchesters sind ja die weißen Notenblätter, die reflektieren. Und warum dann noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, die einfach im Negativ zu drucken? Oh, die Idee gab es schon. Ja, die Idee. Aber das hat aber nie jemand gemacht. Da gibt es, glaube ich, zwei Gründe. Einmal braucht man ja unglaublich viel mehr Farbe, Druckerschwärze. Und ich glaube, viele Musiker sträuben sich ein bisschen dagegen, weil das so ein bisschen. Ja, das ist ungewohnt. Ja. Ich sehe schon, Sie sind beide sehr, sehr tief in der Thematik drin und Sie werden ja auch jetzt gleich noch eine Veranstaltung haben bei uns hier auf dem Braunschweig International Film Festival, das heißt ein Panel-Talk oder ein Gespräch gemeinsam über der Golem, Mythos und Musik. Sie haben eben von den Erwartungshaltungen des Publikums gesprochen, was hoffen Sie denn für diese Veranstaltung, worauf freuen Sie sich ganz besonders? Naja, ich kann es ganz klar sagen. Ich freue mich und hoffe, dass ein bisschen Fokus auf erstmal Hans Landsberger fällt, den Komponisten, der ja völlig vergessen ist. Vergessen, also es ging ja nicht anders, man hat ja nichts von ihm bisher gehabt. Also woran sollte man da festhalten? Und ich hoffe, dass jetzt da ein bisschen Fokus kommt auf den Landsberger, auf die Musik. Vielleicht taucht ja irgendwo der Welt noch irgendwas auf plötzlich, wenn so ein bisschen wieder so die Aufmerksamkeit da ist. Also wie gesagt, diese ganze biografische Recherche, der Ursprung war ja einfach nur, dass ich vor allem geguckt habe, gibt es da noch einen Nachlass irgendwo? Findet man noch was von der Musik? So was anderes, was bis heute nicht aufgetaucht ist. Weil das Einzige, was aufgetaucht ist, ist ein Tango für Klavier, den er noch gemacht hat. In einer Sportzeitschrift ist der veröffentlicht worden, 1928. Mehr bisher nicht. Das hoffe ich, dass da noch ein bisschen Aufmerksamkeit kommt und auf die anderen Stummfilmmusiken der Zeit damals, das, weil da gibt es auch unglaublich viele Schätze zu heben. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, also für mich ist noch interessant, diese ganze Golem-Thematik. Da gibt es verschiedene filmische Ansätze und Paul Wegener, deswegen hat der Film diesen sehr merkwürdigen Titel, Der Golem, wie er in die Welt kam. Das war eigentlich der zweite Golem-Film von Paul Wegener. Er hatte den Film Der Golem 1915 schon gedreht. Da hatte er aber sehr wenig Geld zur Verfügung und konnte sich keine großen Bauten leisten. Deswegen hat er dann erst später, nach dem Ersten Weltkrieg, als er dann mehr Geld zur Verfügung hatte, den Film noch einmal gedreht. Er hatte vorher 1915 die Geschichte schon mal verfilmt und hat sie dann notgedrungen in die Gegenwart verlegt, weil er sich keine Bauten leisten konnte und hat das dann interessanterweise in Hildesheim in den Gässchen gefilmt. Und diese erste Fassung, die wahrscheinlich Paul Wegener selber aus dem Verkehr gezogen hat, als er dann den zweiten Film, der das Prequel quasi darstellt, deswegen dieser umständliche Titel, er erzählt die alte Geschichte vom Golem und der erste Film erzählt, wie der zerstörte Golem wiedergefunden wird und dann entwickelt sich eine ähnliche Geschichte. Dieser erste Film, der gilt als verloren und wir haben jetzt da schon einige Fragmente zusammengefunden, sodass wir die Hälfte des Films wieder rekonstruieren konnten und das wird im Vortrag gezeigt. Und da verspreche ich mir dann vielleicht davon, dass mir noch einige Leute, die die Location etwas besser kennen, mir ein paar Tipps geben von dem, was sie da jetzt im Film sehen, weil ich den Ort Hildesheim viel zu schlecht kenne und gar nicht genau sagen kann, wo und was da genau gedreht worden ist. Dann hoffen wir, dass wir Sie bis dahin noch mit Braunschweig bekannt machen können. Wir wünschen Ihnen noch ganz viel Spaß auf diesem Festival. Ich glaube, Sie müssen jetzt los zu dem Talk. Und vielen, vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Dankeschön.